Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Roberto. Final Fantasy 7 Roberto. Und ja, wir sind hier wieder immer noch in Junon, wo wir uns hier einigen Nebenquests und Aufträgen und Erkundungen widmen. Ne? Und ja. Wir haben nur noch einen Auftrag hier übrig, ne? Letztes Mal haben wir den letzten Kartenspielauftrag gemacht. So langsam fühlt sich das hier alles, ne? Und ja, wir sind eigentlich, hier will ich hin, schon über die Hälfte hier fertig, ne? Wir müssen noch einen Nebenauftrag machen, wir müssen noch ein paar Sachen hier sammeln, aber ja, wird schon alles, ne? Lebensquellen ist ja nicht so schlimm und so aufwendig. Ich will diese Froschquest machen hier, was auch immer das ist. Ich weiß nicht, was damit aussieht, aber das war eine Quest auf dem schwarzen Brett und die schnappen wir uns. Ich nehme an, die ist irgendwo hier am Eingang. Guck mal, was es damit auf sich hat, ne? Also schau mal, zeig mal. Stimmt, hier war ich schon mal letztens, aber irgendwie habe ich da nicht herausgefunden, was da ist. Position auf der Karte. Oh, das ist hier unten irgendwo. Okay. Kann ich mich irgendwo dahin teleportieren? Na gut, dann gehen wir eben zurück. Ist unter mir, nehme ich an, ne? Da wo das Wasser ist, ne? Hier irgendwo müsste das sein. Hm. Stimmt, ich bin schon mal dahin gelaufen, aber ich habe nicht gefunden, was da ist. Deswegen habe ich mich gewundert, ne? Na, dann gucken wir mal hier. Und schauen uns an, was diese Froschquest ist, ne? Was es damit auf sich hat. Das sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts. Priscilla ist eine Augenweide, ist das nicht das Mädchen? Ist das nicht dieses 12-13-jährige Mädchen? Augenweide. Ich glaube nicht, dass man ein Kind so irgendwie. Hört sich irgendwie falsch an. Ein Kind als eine Augenweide hierzu. Ich dachte nicht, hier schon wieder falsch rum. Das sieht irgendwie komisch an. Wie kommt man denn da hin? Da? Das ist ja weggesprungen. Da ist jemand ins Wasser gesprungen, das habe ich gehört. Ich war einfach nur so. Ja, Bert hat wahrscheinlich jemanden da reingeschubst, ne? So, was haben wir denn hier? War ich hier schon mal? Froschparty. Hey. Quack, quack. Ein Frosch? What the? Hey, wer seid ihr denn? Erwachsene haben hier keinen Zutritt. Verstanden? Ein Junge? Was denn sonst? Aber der Makoreaktor unter Wasser macht, dass wir uns hier alle in Frösche verwandeln. Glaube ich jedenfalls. Alter. Ach stimmt, ich bin ja schon mal hingelaufen. Und da haben wir gesagt, da ist nichts für Erwachsene, ne? Seid ihr etwa die, von denen Priscilla erzählt hat? Ihr habt ihr doch geholfen, oder? Genau. Kennst du Priscilla? Ist sie deine Freundin? Quatsch, gar nicht. Ich kenne sie halt nur. Bei so wenigen Kindern im Dorf kann man sich nicht aussuchen, mit wem man spielt. Schon klar, hab verstanden. Aber sag mal, was macht ihr eigentlich hier? Na was schon, wir spielen Knallfrosch. Haben gerade noch ein paar Mitspieler gesucht. Wie wär's? Habt ihr vielleicht Lust auf eine Runde? Ja, wir haben Lust auf die Runde. Oh. Okay. Quark. Quark. Let's go. Note. Level 1. Komm her.
Froschblase. Ah, komm her, aua. Ja, aber es glaubt ihr nicht, aber im Original gab es auch einen Froschzustand. Ich glaube hier, ich habe mich schon mal im Frosch verwandelt. Irgendwie. In einem Kampf und da hat man irgendwie bestimmte Befehle oder so. So, Froschtritt. Ah. Noch mehr Stücke. Das war ganz schön stark, ey. Und ja, im Original konnte man sich auch in einen Frosch verwandeln. Da gab es einen Zauber, der einen in einen Frosch verwandelt hat. Dann kämpft man halt nur als Frosch, ne? Was halt so ist, wie man wie sich anhört, ne? Man ist deutlich schwächer, hat nicht viel drauf, ne? Und im Original kann man gar nicht und irgendwie weil nicht so spezielle Kombo, so spezielle Angriffe oder so einsetzen. Ist das Red? Oh, jeder Frosch hat sein eigenes Design. Wer ist das hier? Tifa oder Barret? Das ist Barret mit dem Maschinenarm und der Sonnenbrille. Oh, das ist cool. Ja, im Original sahen die alle gleich aus. Ja, es gab irgendwie so Gegner, das waren Frösche und die haben irgendwie Froschschlag eingesetzt und dann hat man sich in einen Frosch verwandelt oder Froschgesang eingesetzt. Dann hat man sich auch in einen Frosch verwandelt. Gero. Ja, ich glaube, Gero ist irgendwie als japanisches Wort für Quark, ne? Wenn ich mich nicht irre, ne? Gero. Was? Quark. Ich erkläre euch mal die Regeln. Okay, bei Knallfrosch musst du in Froschgestalt heran nah an der Hindernisse ausweichen. Springer zu mit Kreis oder Hecht mit R2 oder linker Analogstick in sich halt. Was ist das? Vollgeist? Knallfrosch spielen Froschringe. Den hat man im DLC von Yuffie auch freigeschaltet. Ich glaube, dann hat man sich automatisch in den Frosch verwandelt zu Beginn des Kampfes. Was irgendwie komisch ist. Wenn man ihn ausgerüstet hat. Boah, sieht aus wie dieses Finalspiel von. Irgendwie kann ich aber nicht hechten. Finde ich gut, dass die anderen auch mitspielen, aber die sind alle weg. Ja, zwei zum Hechten. Dieses Hechten. Gott, aber knapp. Wie lange muss ich mal? Also wortwörtlich wie ein Fall Guys hier. Das Finalspiel. Oh Gott. Nein, oh mein Gott. Das schaffen wir locker, komm. Macht super viel Spaß, oder? Ich habe das Ding noch nicht mal berühren, ne? Auf jeden Fall danke nochmal. Kommt jederzeit wieder vor. Froschring. Bist richtig in Fahrt gekommen, was? Du aber auch. Man könnte sich glatt ans Froschdasein gewöhnen. Nein, ich denke nicht. Quark. Nicht doch. Quark. Warum habe ich dieses Verlangen nach Fliegen? Und nein, ich meine nicht das Verlangen nach Fliegen, sondern ich habe Hunger auf Fliegen. Quark, Gero. So, komm, das schaffen wir. 55 Sekunden waren das, ne? So, ich muss 1:20 überleben. Was immer noch einmal. Das ist wieder so eine Sache, die ich könnte irgendwie offscreen hier machen. Ne? Gero.
Also ich darf das Ding noch nicht mal berühren anscheinend. Da fliegen sie alle schon weg. So, irgendwie sehe ich da nicht Hechten als Option. Gero, 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 Gero. Oh Mann. Na. Mein Gott. Ich wollte hier wegfliegen. So, jetzt mal nochmal. Da habe ich irgendwie gestresst hier. Weil die seine Plattform da runtergegangen ist. Da geht mir aus dem Weg. Okay, ich ja, zwei macht irgendwie nichts, also mein Gott, warum bin ich denn so weit weg, ey? Okay, da mache ich auf Screen. Nein, ich habe gerade gesagt, da kriege ich zwei Froschringe mit solchen damit. Da mache ich offscreen irgendwann mal. Cool. Das ist genau wie mit diesem Musikstück hier. Ja, irgendwann mal offscreen versuchen. Okay. Da ich muss mal hier hinkommen, wenn ich irgendwie Yuffie hab. Zu sehen, wie sie als Frosch aussieht. Stimmt, voll glatt und glitschig. Okay, dann das hat ja nicht so lange gedauert, ne? Finde ich gut. Und jede Quest ist immer in Verbindung mit irgendeinem Charakter, ne? Damit ich dann irgendwie Beziehungspunkte ja sammeln kann, ne? So, dann nehme ich mal an, gehen wir noch weiter erkunden, ne? Aufträge haben wir erledigt, Kartenspiel haben wir erledigt. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch das ganze Kleinzeug hier finden. Zum Beispiel die Kämpfe hier oder hier den Esper-Dings will ich mal suchen. Analyse 3, ne, das ist das nicht. Hier ist das. Gehen wir mal dahin. Gucken wir mal, ob wir die Esper da finden. Dann können wir ja mal Phoenix auch irgendwann versuchen, ne? Also wäre eigentlich schon gar nicht mehr so lange. Okay, hier oben ist ein Kampf. Jagd 3, sollen wir den als erstes machen? Na, mach mal, wenn wir hier schon in der Nähe sind, ne? Ach ja, ich habe die Sachen ausgerüstet. So ein bisschen Promotion für Kiri machen. Ja. Nein. Seltene Neros Verox Spezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Der Neros Verox wird von größeren Ungeheuern gejagt. Deshalb ist er äußerst vorsichtig. Alles klar. Boom. Oh, ich bin ja noch halb kaputt. Kautos Verox. Kennt ihr den Begriff Ferox irgendwie aus Fire Emblem? Da gab es irgendwie die Festung Ferox, die Ferox Arena, ist glaube ich aus Awakening. Au! Wir sind fast tot. Okay, Eis war effektiv, ne? Aua. So, Eis, ne? Machen wir mal, drehen wir mal auf den Putz hier. So, haben wir das schon mal erledigt? Dann machen wir einmal Eis. Ich nehme an, Eis reicht auch, ne? Jawohl. Du kommst auf mich zu, sehe ich gerade. Ich glaube, ich habe einige Waffen von einigen Charakteren auch geändert. Von einigen Charakteren habe ich die ältere Waffen wieder ausgerüstet. Ja,
glaube, sie hat, sie macht jetzt mehr Charme, sie Entfesselung. Ah, Zeitlimit ist schon abgelaufen. Na, gut bekommen. Wie viel Zeit hatte ich denn? Habe ich mitbekommen. So, wir müssen uns mal hochheilen. Ich glaube, Ares habe ich irgendwie so ein Ding gegeben. Hier bei den Waffen, da kann man sich ja irgendwie so diese spezielle Dinger hier aussuchen. Diese Bonus-Dinger, die unter der Materia sind, da habe ich irgendwie mehr Heilstärke irgendwie gegeben, also als sie besser heilen kann oder so. Sie macht mehr Feuerschaden, deswegen habe ich hier Feuermateria gegeben mal. Ja, ich nehme mal den Kampf, machen wir mal. Na normal, ne, wenn wir ein bisschen stärker geworden sind, ne? Also mein Plan. So, bevor wir mal hier runter rausgehen aus dieser Region, gehen wir noch mal die ganzen Kämpfe machen. Weil jetzt immer wieder zu versuchen, weil nicht, wäre ein bisschen Zeitverschwendung, glaube ich, ne? Weil wir nicht komplett sicher gehen können, ob wir es schaffen. Da warte ich doch lieber, guck mal, warte mal da oben. Ach, da ist die Lebensquelle, ne? Dann mache ich da erstmal alles hier fertig, tu irgendwie hier hoch genug leveln, ne? Und dann werden wir ja wohl sicher gehen, hier alles kaputt zu hauen, ne? Bin ich aber gut, dass so jede Region so ihre Sachen hat, ne? So, oh, hier gibt's eine Essbar, hier gibt's eine Lebensquelle und so. Hier gibt's, weiß ich nicht, Gegner. Was ja überall, wo ich so drauf einlassen kann und so. So, kann ich auf den Schokobo das Ding aktivieren? Nee. Ja, ich bin schon da, du brauchst nicht darüber kreisen. Ich sehe das Ding. Bonk. Und Bonk. Und Bonk. Mehr Information. Das war wahrscheinlich die letzte, ne? Und Aufstieg der Festungsstadt Judon. So. Aber nur zwei. Oder kommt dann noch der dritte? Im China den Krieg gegen die Republik gewonnen hatte, verwaltete Konzern Juno, der ist von Stunde für Staatssieger. Wir werden jedoch hin weitere Umgebung durchgeführt. Ja. So habe ich Juno irgendwie in Erinnerung als so eine Militärstadt irgendwie. Ja, wenn hier doch, hallo? Von hier bin ich nicht gekommen. So, was meinst hier? Oh. Okay, schmeiß mich einfach ab. Okay, ist klar. Ich glaube nicht, dass ich da lang gehen wollte. Da war da irgendwie noch ein anderer Weg, oder? Ich kann den gerade hier nicht aufrufen. Wähl es aus dem Weg. Da bin ich darüber gegangen. Hier sieht so verdächtig aus, ne? Ist hier richtig? Nee. Gehen wir nochmal zurück. Ich gehe gerade falsch, glaube ich. Jetzt muss ich wieder absteigen, ey. Leute. Ganz schön, da ist vielleicht irgendwas. Und irgendwie so ganz geheime Sachen zu finden, scheint sich auch zu lohnen, ne? Letztes Mal habe ich ja so eine komische Angelstelle da gefunden in dem alten Gebiet. Und da war irgendwie eine Materia, ne? Also ich sollte mich hier umschauen. Und nicht nur auf die Sachen losgehen, die irgendwie, weil nicht auf einer Karte markiert sind, ne? Ich sollte auch irgendwie alles noch mal absuchen, was hier so irgendwie noch nicht entdeckt ist oder so, ne? Weil wer weiß, was sich da noch befindet, ne? Ich glaube, ich konnte hier runter, ne? Ja. Na, guck mal hier. Hier ist er zum Beispiel noch nicht aufgedeckt, glaube ich. Glaube ich. Na, ich habe schon mal gehört. Hm.
War ich ein Schokobo? Ein kleiner, den ich gehört habe. Da war mein Schokobus. Oder war ich ja schon? Ja, hier bin ich gerade rüber geklettert, ne? Ja, vielleicht ist er doch nicht neu hier. Aber okay. War ich hier schon? Kommt mir nicht so bekannt vor. Dieser Fluss. Ich gehe doch irgendwo hin, wo ich noch gar nicht war, ne? Mama, Mama. Schlimm, was Geiles. Guck mal hier. Haben wir hier eine Schoko-Haltstelle irgendwo in der Nähe? Das ist dann nur so für die Schnellreise. Da hat er irgendwie nicht so einen praktischen Nutzen, hier so eine Schoko-Haltstelle zu. Ich meine, die Schokobos können ja aber Berge klettern und so, aber trotzdem. So, boah. Da muss ich ja noch hier hochklettern. Ja, das ist definitiv unentdeckt. Ja, du kommst ja nicht vorbei, tiefer, ne? First mein Staub. Na, mein Geröll hat hier auf dich runterfallen lassen. Das war der völlig ultimative Boss, pass auf. Ultima Weapon. Nein, das kommt noch später. Sehr viel später. Nein, hier. Wer wohnt denn hier? Krähencamp. Guck mal hier. Deswegen schaut man sich hier überall um. Wenn wir hier nutzlose Schatztruhen bekommen, wo wahrscheinlich nicht viel Sachen drin sind. Wachmacher. Super Äther. Hi, Schatzhunde, die sind übrigens nicht so. Außer wenn die lila sind. Leider. Hier ist auch noch was. Gibt's noch höher? Komm ich da gleich hier in diesem mittleren Gebiet? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ist aus irgendwie wie so Filler-Bereich irgendwie. So, damit halt irgendwie was ist, ne? Was haben wir denn hier noch alles? So, was? Nein, umdrehen. Nein. Nein, nichts trinken. Eter Knoll. Boah. Da. Ja, ist ja ein Schokobo oder nicht? Ich höre mal irgendwie. Ich weiß nicht, ob da meine Schokobos sind oder irgendwo ein Schokobo in der Nähe ist. Lass mich noch mal hier rumlaufen. Schokobo. Ne, ich höre nichts. Dann hört auf, solche Geräusche zu machen. Ihr verwirrt mich. So, hier ist aber nichts, ne? Irgendwas zum Suchen hier. Nee, ne. Okay. Hier durch. Okay. Haben wir ja nichts mehr. Nehmen wir jetzt alles, ne?
Dann versuchen wir diesmal hier das Ding hier zu finden. So. Hier wartet noch eine S-Bahn auf uns irgendwo. Hey. Boom. Dann haben wir jetzt noch das letzte Ding. Und dann haben wir den Phoenix. Aua. Muss doch gar nicht angreifen. Ich ramme mich einfach nur so da rein. Da müssen wir ja doch die Quest mit dieser Proto-Substanz machen, ne? So, erstmal Kunde 2, Phoenix. Schrein Beta. Ich meine, das andere Zeichen ist Gamma, ne? Was sind da so für Funken? Mein Schokobo sprüht Funken. So. Komm her, das Stück. Du gehörst jetzt auch mir. So. Okay, das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ne, klappt. Ich bin der Meister. Deswegen Phoenix-Kristall analysiert. Yay. Gut. Ja, ich weiß, Shadley. Dann wird er mir noch in der letzten Region auch noch alles sagen, ne? Immer weitermachen, Kollege. So, wir machen aber erstmal, ich würde sagen, diese VR-Mission machen wir erstmal so, weil nicht so am Ende, damit ich auch sicherstellen kann, dass ich die alle erledigen kann, wenn ich stark genug bin. So, wo ist die letzte Lebensquelle? Hier sieht nur so aus, aber da gehe ich irgendwann am Ende hin. Ich mache sowieso noch mal einmal so einen Rundgang, sobald ich hier irgendwie alles fertig habe. Ne, also bevor ich hier weitergehe, ne, so wie beim letzten Ding. Wo ist die letzte Lebensquelle? Ich gucke die ganze Zeit drauf. Lass mich mal erstmal zu Gabes Dingens hier gehen, damit ich mich heilen kann, ne? Und dann gehen wir sofort dahin. Obwohl, ich kann mal gucken, was da für Kämpfe sind, ne? Vielleicht ist da irgendwo eine mit Chatley, vielleicht ist da irgendwie, weil nicht so ein bisschen mischen und sagt, ne, naja, kriege ich irgendwie eine Materie, die richtig geil ist, ne, die will ich natürlich so früh wie möglich haben. Ultima, das wäre sinnlos, weil Ultima muss man erst hochleveln zu Level 1, damit man das benutzen kann, im Original jedenfalls. Ja, ja, okay, dann mache ich das. Ja, kann ich nicht, du Kollege. Du bist lustig drauf. Jetlag Combat Simulator. Phoenix. Ja. 24. Hauch des Lebens. Feintechnik Heilbogen. Ich habe mir noch gar nichts freigeschaltet. Okay, hier 24. Ich bin da 25. Elementaraffinität. Bewusstsein. So, Phoenix versuchen. Aber Phoenix, ne? Komm. Machen wir den ganz runter. Nochmal. Und für Phoenix holen wir... Ich will Ares Phoenix geben. Ich könnte schwimmen, Barrett. Tun wir mal nicht Cloud die ganze Zeit, ne? Tun wir mal Red und Ares. Jemand ist die ganze Zeit am Fliegen. Ach, jetzt habe ich nicht feines Kommando zurück.
Ich muss ihn nur analysieren, Mann. Kann ich noch mal abbrechen? Eine Sekunde. Ich muss ihn nur analysieren, Mann. So. Kann ich irgendwie meine Materie von hier aus ändern? Kann ich irgendwie... Na gut, dann nehmen wir Cloud rein. Barrett, aber und Aerith. Aerith. Na gut. So, sowieso egal, kriegen sowieso alle die gleichen Erfahrungspunkte und so. Ich zähle auf dich. Wird jetzt wahrscheinlich voll einfach sein, ne? Was für Dinger? What? Du kannst Pudding beschwören. So, eine Nachbildung einer feurigen Espe in einem virtuellen Raum. Und Kreaturen besiegt das. Okay. Erst besiegen, wenn ich alle erledigt habe. Na super, und ich habe jetzt keine. Obwohl Aerith. Du machst aber magischen Schaden mit deinen Angriffen, ne? Oh, das ist so geil. Geh weg. Wir machen einmal magischer Magiekreis. Alles reduziert schon. Ich habe es gar nicht geguckt, was, gegen was der schwach ist. Ich nehme mal ein Eis oder so, ne? Ah, ich habe mich gerade wegteleportiert, Mann. Ich tue hier schon strategisch alles machen. So, du hast nicht zufällig Eis, habe ich schon gegen dich gekämpft. Was Eis ausgerüstet, ausgezeichnet. Großhorn, ich glaube nicht, dass wir gegen Bomber. Wir sind Bomber am rumlaufen. Na, ich habe den noch nicht analysiert, Kollegen. Ah, der hat den schon erledigt. Keine Chance. Joshua, beruhige dich. Da war ein falscher Angriff. Ah, das war gut. Oh. Nein, ah. Aua. Na was, das ist wie ein Diablo hier mit dem Warschan hier. Also Symbol am Monat. Symbolfähigkeit, Blütensturm. Ich weiß nicht, ob ich den von hier aus erreiche. Das war ein Gebet ein. Los, geben wir alles. Tut mir leid. Wurde schon ungeduldig. Ja, noch mehr neue Gegner. Aber. Ah, ich bin Drache. So, mach mal Visionssynthese. Das klingt irgendwie gut. Schock der mal. Ja, der ist aber noch nicht. Oh, Els, kannst du mal hier Zauber einsetzen die ganze Zeit? So. Ja, der ist doch nicht so einfach, auch wenn er voll geschwächt ist. Wie stark sind die dann erst, wenn sie hier... Entschuldigung, hast du Eis eingesetzt? Ja, nee. Ja, mir macht da gar keinen Schaden. Muss ich den echt, ey. Oh. Kein Stück.
So Ausweichrollen bringen irgendwie gar nichts, ey. Da, guckst du das da dann? Die erreichen mich immer. So, auf ihn. Der Schock anfällig, was? Ja, ich wollte schon sagen. Ich habe gerade mein Limit voll. Ja, ich wollte schon sagen, der haut jetzt auch bestimmt gleich irgendwie was raus. Na komm schon, ich wollte gerade Gebet einsetzen. Oh oh. Direkt mal Gebet einsetzen, wenn es geht. Okay, kann ich bitte erstmal die Gegner hier analysieren? Das ist ein Bomber. Ein sehr bekanntes Final Fantasy Monster. Analyse. Bomber. So. Explodieren, wenn man den Schaden zufügt. So wie ein Wesen aus dem Flammen des Felix. So, wir machen mal Kreuzschlag. Ich weiß, ich kann ja gar keinen Schaden gegen den machen, oder? Moment, ne? Nicht übertreiben. Oh Gott. Aua. Okay, Aerith, einmal bitte heilender Wind. Mein Magiekreis ist nicht mehr da. Das ist zum ersten Mal, als ich gesehen habe, dass der abgelaufen ist. Nein, bitte nicht ausdehnen. Nochmal. Kaputt, geht kaputt, geht kaputt. Wow. So haben wir dich. Dann kommen wir ja. Cloud. Nein, Moshiba wäre eigentlich auch nicht schlecht, ne? Aber ich glaube, da wird ja schon reichen, ne? Lass mich nicht zu überstürzen. Zieh dich zurück. Kreuzschlag bitte. Oh, nein, du Sack. Der ist ausgewichen, das gibt's jetzt nicht. Oh, ich krieg die Krise. Ich verfolge dich, jawohl. Aber das sah merkwürdig aus, wie er so in der Luft geflogen ist. Yay. Okay. Phoenix. Yay, cool. Okay. Was für ein atemberaubender Sieg gegen Phoenix. Seine Kontrolle über das lodernde Feuer hat mich wirklich beeindruckt. Ich war ganz verzaubert. Mit einem unsterblichen Begleiter wie ihm an eurer Seite kann euch nichts aufhalten. Joshua. Ich habe dich befreit. Man weiß nie, was auf einer Reise alles passieren kann. Sei also vorsichtig. So, und den gehen wir direkt. Ich gebe jeden so hier die S-Bar, von denen ich irgendwie so weit nicht mir so denke, so wird irgendwie charaktermäßig irgendwie passen, ne? Ich meine, Phoenix, ne? Magische Attacke und Magie, ja, so perfekt, ne? So, dann gehen wir tiefer. Shiva, ne? Shiva gibt magische Attacke, MP und Magie. Eigentlich war ja da, was Ifrit. Ifrit gibt physische Abwehr, physische Attacke. Nehmen wir ihr Ifrit, ne? Und gehen wir Red. Shiva, ne? Titan gibt nämlich mal eine Verteidigung. Egal. Okay. Kann man machen. Alles klar. Dann muss man jemand anderen mitnehmen. Wir haben jetzt schon so oft Aerith dabei.
Immer mal Red wieder, ne, der hat ja auch Vita und so, ne? Ja, ich will auch tiefer irgendwie öfter spielen, aber sie ist so schwach auf der Brust. Ist nicht im wahrsten Sinne des Wortes, aber das auf jeden Fall nicht, ne? Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Sie ist ein bisschen, sie gerät ein bisschen schnell drauf. So, ich nehme an, wir gehen jetzt dann hier hin, ne? Ja, gehen wir mal hier hin erstmal. Und ja. Und ja, ich habe schon wieder gehört, irgendwie Leute haben sich beschwert, dass irgendwie Tifa schon wieder zu heiß aussieht in diesem Spiel. Also das ist so komisch, ne? Also habe ich schon gehört hier, das ist schon, das hat ja schon die Runde gemacht seit Remake, ne? Nein, wir können nicht so einen heißen Charakter in einem Videospiel haben, ne? Das ist irgendwie, weil nicht, er tut irgendwie, weil nicht, ich weiß gar nicht, irgendwie was da Drama ist, ehrlich gesagt. Er tut irgendwie, weil nicht, Frauen irgendwie beleidigen, irgendwie so Körper schämen, so im Sinne von, oh, das ist nicht ein, weil nicht ein realistischer Körperbau oder so, und das ist irgendwie, weil nicht. Wenn ein Charakter zu gut aussieht, dann ist das irgendwie, weil nicht realistisch genug und so, und Leute, die das Spiel spielen, fühlen sich dann irgendwie attackiert. So, oh, so sehen Frauen nicht aus, ne? Aber ja, weil Tifa ist auch eindeutig die unrealistischste Person in dem Spiel namens Final Fantasy, ne? So, lass mich nochmal vorbeischauen an den Typen, der so ein Schwert hat, das größer ist als er und irgendwie so stachelige Haare hat. Und den Typen mit dem Gewehrarm an seiner Hand. Und wir dürfen natürlich nicht hier den sprechenden Löwen hier vergessen, der uns begleitet. Ne, also ja. Ich weiß nicht, was Leute Probleme mit Tifa haben. Sie ist ganz sicher hier der unrealistische Charakter in unserer Truppe, ja. Ich würde sogar sagen, sie ist der realistische Charakter in unserer Gruppe. Also ja, ich weiß nicht, was die Leute immer für Probleme haben, ne? Also ich weiß nicht, Leute fühlen sich irgendwie attackiert, dass sie irgendwie zu gut aussieht, irgendwie. Das ist kein realistischer Körperbau für eine Frau, und echte Frauen fühlen sich dadurch irgendwie attackiert oder so, irgendwie sowas. Also ich, so eine Schwachsinnige. Wir spielen ja gerade ein Spiel namens Final Fantasy. Das muss nicht so realitätsgetreu sein. Die Charaktere könnten alle vier Arme haben, wenn das irgendwie die Lore des der Serie ist. Ne, hat doch nichts damit zu tun. Ja, Leute sind bescheuert. Ey. So, was stand da? Füge ja während Heilung eine bestimmte Menge an Schaden zu, um sie schockanfällig zu machen. Jetzt habe ich nicht geguckt, gegen was die anfällig sind. Ich nehme an Aero, ne? Was ich glaube ich nicht habe. Ja. Ich nehme an, die sind gegen Aero anfällig, ne? Machen wir mal windige Verkettung gegen dich. Boom. Ja, ich hab doch gemacht. Alter. Beim Wirken von Heilbogen nicht loslegen. Ich weiß nicht, was da bedeutet. Was ist ja los, warte. Ja, anscheinend habe ich das schon verpasst. Also ich darf da gar nicht passieren lassen. Sicher, Clown hat schon mal eingesetzt. Sieht so neu aus. Ja, ich weiß nicht genau, was das hier mit den Heilwogen zu tun hat. Ja, wir kriegen das schon irgendwann beim nächsten Mal, ne?
Bonk. So. Ah, zwei Sachen erledigt. Ja, ich weiß. Ja, beim Wirken von Heilbogen nicht losfliegen. Weil ich. Super, Cloud. Damit hast du alle Kampfaufträge für die Junon-Region abgeschlossen. Nanu, stimmt etwas nicht? Du siehst irgendwie erschöpft aus. Soll ich dir eine Schultermassage verpassen? Und wie willst du das bitte anstellen? Na, na, na. Du vergisst, dass ich Resonanzschwingungen mit meiner süßen Stimme erzeugen kann. Und zwar so. Das ist so komisch. Ihre Animationen sind einfach so gelobt die ganze Zeit. Ein einsekündiger Loop ist dann immer. Mir schon lange aufgefallen. Chocobo hintern. Na gut, dann mit dem Kämpfen noch machen wir irgendwann mal. Ne? Mal so ich hier offscreen irgendwann mal. Schauen wir uns hier noch um. Die Lebenskollegen müssen wir heute eigentlich auch noch finden. Ne? Dann sind wir eigentlich schon fast fertig hier. Ne? Chocobo-Haltestelle, wo ist sie? Führ mich zur Haltestelle, kleiner Chocobo-Freund. Ah ne, aber sie ja noch. Ich muss ja noch die Protosubstanz hier machen, ne? Diese Quest. Hm. Ist das Schild da? Sie sind immer an der gleichen Stelle. Weiß nicht, warum ich frage. Und einmal Pink. Ist aber das Schild auch noch ausrichtet, ne? Cloud steht halt für Genauigkeit, ne? Das ist der Name des Alleskönner, ne? Der Alleskönner steht für Präzision. Irgendwie sieht das ja verdächtig aus. Wahrscheinlich sind einige Orte hier so mit der Protosubstanz irgendwie so verbunden, ne? Ha. Immer wenn irgendwo gegen ein verdächtiger Ort ist, ne? Mal bei Synthese hier nachgeguckt. Ich glaube, da gibt es eigentlich gar keine Objekte mehr, die ich hier nur so herstellen kann. Wenn ich mich ihre Live eine Schatz zurückgesehen, komme ich da so hin. Ja, ne? Ja. Super Spray. Ich glaube, ich habe noch keinen einzigen Gegenstand außer Phönixfedern, wenn man davon redet, ne? Hier eingesetzt in dem Spiel, ne? Spende einfach darunter, Kollege. Ich hätte es getan und ich kann noch nicht mal schwimmen. Doch, kann ich, obwohl ich weiß es nicht. Ja, also die Lebensquelle, genau. Doch, ich kann schwimmen. Nee, bei mir ist irgendwie komisch. Ne? Ich ist schon lange her, dass ich geschwommen bin, ne? Aber ich konnte mal schwimmen. Ne? Ich habe mir mal beigebracht, ne? Aber dann, als ich dann wieder irgendwie schwimmen gegangen bin, ein paar Jahre später, habe ich gemerkt: Hey, warte mal, ich kann gar nicht mehr schwimmen. Das wird noch mal neu beibringen. Also ich verlerne das immer wieder. Ich habe so Schwimm-Alzheimer. Also ja, weiß ich nicht, woran das liegt. Oh ja, das ist komisch. What? Wo? Oh, hier? Wird gar nicht auf Karte angezeigt. Voilà. Wird gar nicht auf Karte angezeigt. Ein Stück. So. Was bekomme ich noch mal, wenn ich die alle analysiere? Irgendwie so ein Schatzgebiet, ne? Gott. Schneller. Lebensquelle aktualisiere. So, fünf Sachen fehlen noch. Wow. Klar. Schädlich. Die Analyse hat ergeben, wo sich Junons Gedankenschinder verborgen hält. Entschuldige, was? Die Abscheulichkeit tötet Menschen, um sich an ihren Gehirn zu laben. Bereite ihr so schnell es geht ein Ende. Okay. Ach, das ist wieder so ein Boss. Genau, wir haben ja gegen den. Wenn wir gegen den
Quetzalcoatl, ja, gekämpft. Genau, ist da wieder so ein. Ich komme hier in den Gebüsch da verstecken. Dann kommt dann hier wieder so ein Superboss, ne? Oh, habe ich ja ganz vergessen, dass es sowas auch noch gibt. Oh Mann, das heißt, oh, das. Ich weiß nicht, vielleicht will ich die Protosubstanz erstmal dann machen. Weil der Quetzalcoatl hatte es in sich, als wir gegen den gekämpft haben. Ne? Da war der schwerste Kampf, glaube ich. Damals. Ja, vielleicht will ich erstmal alles andere machen, ne? Bevor ich mich denen widme. Erstmal, wo sind die Schätze? Soll ich hier so Schätze finden? Hier ist das, ne? Nochmal. Hier hin. So, ich schätze ja finden, Mann. Auch wenn die es nicht wert sind. Ja, ich hab's gesagt. Und ich würde es wieder sagen. Und ich würde es wieder tun. Ich würde es tun. Los, Leute, wir werden es tun. Entschuldigung. Aber Diablo mit den Baggies gespielt. Da bin ich noch gewohnt, hier unschuldige Tiere abzuschlachten. So. Da ist noch eine Truhe. Noch keine lilane Truhe hier gefunden. Hier ist bestimmt. Nein, ich wollte erstmal die kaputt machen. Was ist denn hier los? Irgendwo muss es doch einige Lieder der Thron sein ergeben. Da sind immer, da ist aber gute Zeug drin. Wie werden das ja aussehen, wenn ich doch mehr Charaktere habe, ne? Es gibt dann maximal 9 Charaktere. Ich weiß nicht, ob wir die alle treffen werden, weil das wäre ein bisschen Overkill, hier mit 9 Charakteren rumzulaufen. So, warum konnte ich hier ganz hoch klettern, wenn hier nichts ist? Na, was? Ich wollte auch. Ich wollte dahin springen. Na, hier ist gar nichts. Komm schon. Dann konnte man hier hochklettern, wenn hier nichts ist. Gibt's doch nicht. Das ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Ich wollte schon sagen, meine Güte. Emblem der Entlösung. Oh. Da ist mal was, was sich lohnt abzuchecken. Ist das hier so was? Emblem der Entlösung. Hört im Kampf die Wirkung von Heilmagie auf den Träger. Wenn der TP-Wert bei 25% oder weniger liegt. Kann man machen, muss aber nicht so. Leute, ganz ruhig. So. Na, ist der Kampf. Lass mal hier noch abchecken. Oder was haben wir noch? Protosubstanz. Ne? Ich werde nicht versuchen, gegen natürlich zu kämpfen. Ich glaube nicht, dass wir das. Man kann aber versuchen, so eine VR-Mission noch zu machen. So eine, ne? Ich kann mir schwören, hier ist vielleicht noch irgendwie was, ne? Ja, das von hier. Da ist noch alles ausgegraut. Da könnte sich doch irgendwas Geiles befinden, ne? What? Da war was. Ich hab's genau gesehen. Das Fragezeichen habe ich genau gesehen. Aua. Ah. Auf meinem Auge so komisch gekratzt gerade. Nee. Okay, hat noch gezählt. Gut. Mori-Medaillen, okay, das kann man machen. So, hier ist ein offizieller Weg, der nach unten geht.
War so schön, ja, mal so zu erkunden irgendwie. Ich habe vergessen, wie gerne ich so Open World Spiele mag. Freue mich. Auch wenn ich nicht so klinge, aber das liegt daran, weil ich eine sehr monotone Stimme habe. Ich kann euch versichern, ich habe sehr viel Spaß, auch wenn ich nicht so klinge. Ach, das ist der Dings, ne? Nein, ich bin noch nicht bereit, meine Gedanken geschindet zu bekommen. Ah, ne, da steht ja auch der Level, ne? Level 26. Ich bin noch nicht mal Level 26. Cthulhu. Ja, den kriege ich ganz bestimmt nicht geplättet erstmal, ne? Also vielleicht schon, ja, aber stelle ich mir ja relativ schwierig gerade vor, ne? Truhe. Deswegen schaut man sich hier um. Den Rubin. Jetzt brauche ich nur noch einen Saphir. Völlig wieder. Da sage ich nur Kleinzeug, was hier immer findest. So, hier haben wir auch noch ein Gebiet. Ich finde gut, dass der Chocobo noch da stehen bleibt, wo man zuletzt war. War, glaube ich, in Final Fantasy 15 auch so. In Final Fantasy 7, wenn du vom Chocobo abgestiegen bist, nachdem du den gefangen hast, den musstest du ja im Kampf fangen, ne? Dann, sobald du abgestiegen bist, ist er weg wie ein Engelskuss. Eine Truhe da unten, ja, ne? Da kann man ein paar Goldnadeln da reinpacken, falls ich hier wieder versteinert werde. Gegen Gifte brauche ich nicht. Oder er könnte mir Medika geben als Zauber, wenn ich davor in Sicherheit bin, Mann. So. Nirgendwo mal eine lila eine Kiste oder so. Haben Schaden. Ja, muss es doch irgendwas. Nein, hier. Ja, muss es doch irgendwo mal was Geiles geben. So ganz abseits irgendwo, ne? Pass auf. Ja, irgendwie weiß nicht. Vielleicht eine leere Kiste Ultima Schwert. Das war wirklich der Name von Clouds ultimative Waffe war in Final Fantasy 7. Guck mal hier. Komma. Na. Oh. Oh, ich dachte, ich hätte jetzt hier was voll Geheimes gefunden, Mann. Da sieht doch voll, du hättest ja voll gut eine Truhe im packen können. Gibt's da jetzt einfach nicht mal an. Los, meine Erkundungswahn muss belohnt werden. Meine Neugier muss belohnt werden. Wir haben schon irgendwo. Boah, ich hoffe, es gibt irgendwann mal so ein Schatzradar oder so wie in Genshin. Wollen immer so ein Kompass hast, irgendwie so. Nein, da gibt es aber nicht. Boah. Also weiß ich nicht. Vielleicht gibt es das, aber hier gibt es nichts, ist, was ich sagen wollte. So, war ich da schon in der Mitte? Ja, ne. Ich kann Chocobo auf dem Wasser rufen. Bist du etwas schneller als ich? Ja, ne. Ah, gut. Ah,
Dann eben nicht. Was? Na, komm schon. Mithrilerz. Na gut, daneben nicht. So, ich traue mich ehrlich gesagt noch nicht, den Kollegen jetzt zu bekämpfen. Machen wir beim nächsten Mal die Proto-Substanz-Quest. Oder das ist die einzige Sache, die uns hier noch fehlt von den regionalen Klamotten, ne? Ich kann ja hier noch mal offscreen so durch die Gegend rennen, ne? Also, was gehen wir mal dahin? Gehen wir noch mal ganz schnell hin, ne? Weil da sieht irgendwie auch aus, da ist auch noch ein bisschen grau, ne? Ich mache lieber onscreen bevor offscreen, wo ich das dann immer so reinschneiden muss, was jetzt nicht so ein Problem ist. Aber hey, wenn ich das hier in die Aufnahme mit reinpacken kann, dann warum nicht, ne? Bestimmt irgendwie so Materias oder so lederne Truhen mit geilen Waffen oder so schon übersehen, ne? Also Eierschlimmste, ne? Ja, letztens habe ich meine Materia mal in so ein Krater gefunden, ne? Habe ich mich ja schon gefreut, ich das entdeckt hatte. Guck mal hier. Mal hier. Nichts. Da mal was. Mit Rehlaß. So verbuddelt im Boden. In der Nähe von gar kein Erz. Hei, hei, hei. Eine etwas fruchtlose Suche hier. Ja, Vorsicht, da sind Gegner. Kann ich auch? Ah, komm, hier hätte ich gedacht, wäre irgendwas. Na gut. Oh, dann gehen wir noch da in die Ecke hin, meine Güte. Und dann mal beim nächsten Mal die Proto-Substanz-Quest, ne? Da komme ich nicht mehr hoch, oder? Doch, nein. Doch. Komm ich da hoch? Nein. Komme ich da wieder hoch? Ich will da hoch. So, jetzt aber. Oh, irgendwas. Nö. Okay. Na gut. Dann hier können wir auch noch mal irgendwann hin, ne? Nehme ich an. Ist ja auch noch was, ich weiß nicht, das sieht so aus, als könnte man jetzt hochklettern, ne? Keine Ahnung, aber wir haben relativ viel schon erkundet, ne? Ja, nächstes Mal gehen wir hier hin, ne, zur Proto-Substanz Materia, angespültes frisch Schiffswrack. Ich weiß nicht, ob da wieder die gleichen Banditen sind, ich glaube nicht, ne? Wir sind ein bisschen lahm. Ja, gucken wir mal, ne? Weiß nicht, ob ich irgendwie einige Sachen offscreen machen werde, da mit dem Frosch hier oder mit dem Musik, mit dem Piano. Vielleicht soll ich das mal irgendwann machen, ich weiß es nicht. Das hier stelle ich mir relativ easy vor, ne? Oder ist das, was wir näher haben, vorhin gemacht, ne?
Da ist der Vogel, schockanfällig. Keine Sorge, ich werde das schon irgendwie machen, ne? Gut. Ja, und dann sage ich, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir die Protosubstanz-Materia. Vielleicht kloppen wir uns mit dem Typen hier, ne? Machen einige VR-Missionen, ich weiß es nicht. Irgendwann wird schon zu tun geben, ne? Nächste Folge. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.